Gott, jetzt fängt es doch tatsächlich zu regnen an und ich habe keinen Schirm dabei. Wenn ich doch nur den normalen Weg gegangen wäre, könnte ich mit dem Omnibus weiterfahren. Aber der Feldweg ist halt eine gute Abkürzung. Nur gibt es keine Möglichkeit zum Unterstellen. Altes Mütterlein, wo wollen Sie denn bei dem Regen hin? Ja, in die Stadt zum Einkaufen. So. Aber bis Sie dort ankommen, sind Sie ja total nass. Sagen Sie mal, sind Sie nicht die Großmutter vom Kasperl? Ja, richtig, die bin ich. Kennen Sie ihn? Natürlich. Er ist doch ein guter Freund von mir. Wissen Sie was? Wenn wir da vorne an der Wegkreuzung nach rechts gehen, kommen wir ganz schnell zu meinem Gartenhäuschen. Dort drin können Sie warten, bis der Regen aufhört. Ich koche Ihnen auch einen heißen Kaffee. Das ist aber sehr nett von Ihnen, mein Herr. Ach, für meinen Freund Kasperl tue ich das doch gern. Kommen Sie nur, ich trage Ihre Tasche, dann sind wir schneller am Ziel. Aber geben Sie Obacht, dass der Geldbeutel nicht herausfällt. Da ist nämlich eine Menge Geld drin. Nein, keine Sorge. Geld habe ich noch niemals verloren. Ist es jetzt noch weit? Nein, wir sind schon da. Großmutti, wo bist du denn? Ich bring dir einen Schirm. War das jetzt nicht mein Kasperle? Ich glaube, er hat nach mir gerufen. Ich habe nichts gehört. Los, schnell hinein ins Haus, Alte. Au, warum sind Sie auf einmal so grob? Ich will da nicht hinein. Es regnet sowieso fast nicht mehr. Geben Sie mir bitte meine Tasche wieder. Das Geld gehört mir. Dann sind Sie sicher kein Freund von Kasperle. Nein, ich bin der Räuber Taschenmops. Hilfe, Kasperle! Los, rein mit Ihrem Mund halten. Es regnet, der Kasperl wird nass. Also ich verstehe das nicht, so weit kann die Großmutti doch gar nicht gegangen sein. Halt, da sehe ich ja Spuren im weichen Boden. Das können Großmuttis Schuhabdrücke sein. Aber die verlaufen ja in die falsche Richtung. Und nebendran sind immer riesengroße Tritte. An den Spuren muss ich mal nachgehen. Lass sie an, sie führen genau zu diesem Gartenhäuschen. Ich werde mal durchs Fenster spitzen. Ui, da ist ja der Räuber Taschenmops. Und die Großmutti. Den Räuber muss ich rauslocken. Aber wie? Halt, ich hab's. Ich werde ganz einfach rufen. Es brennt. Und ganz bestimmt wird es ihm dann in der Hütte zu heiß und er kommt raus. Also, es brennt. Der Blitz hat das Haus einschlagen. Es brennt Feuer. Was? Es brennt? Wo hat der Blitz eingeschlagen? Der Blitz nicht, aber Großmutti Schirm wird gleich bei dir einschlagen. Bumm. Oh, Kasperl, wie hast du uns gefunden? Ich bin bloß an den Fußspuren gefolgt. Großmutti, du kannst rauskommen, ich bin hier. Kasperl, Gott sei Dank, dieser Kerl hat mir mein Geld abgenommen, wollte mich hier gefangen halten. Ja, warum bist du auch mit ihm in die Hütte gegangen? Ja, er sagte, er wäre ein Freund von dir und ich wollte nur so lange hierbleiben, bis der Regen aufhört. Außerdem hat er mir doch einen Kaffee versprochen. Aber Großmutti, das weiß doch schon jedes Kind, dass man den einfach mit wildfremden Menschen mitgeht. Auch nicht, wenn sie einem was versprechen und kannst noch so verlockend sein. Ja, Kasperle, du hast ja recht. So, und den Taschenmops bringen wir jetzt zur Polizei. Und dann gehe ich mit dir einkaufen. Und ihr, liebe Kinder, merkt euch, geht nie mit fremden Leuten mit, auch wenn sie euch noch so viel versprechen. Sicher seid ihr ja heute auch schon alle zu Hause. Drum geht jetzt brav schlafen. Eine gute Nacht wünschen euch. Euer Bamberger Kasperl. Seine Großmutter. Und Radio Regenwelle. Regnitzwelle.